Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hies80 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja in den letzten beiden Tagen meine kleinen Updates von der Filmbörse mal ganz genau gezeigt. Und da war zum Beispiel dabei ja, Air Force One in der 4K Steelbook-Version von Best Buy. Und ob die was dacht, das erfahrt ihr auch in diesem Video oder vom lieben Joshua mitgenommen. Everything, Everywhere, All at Once in diesem schicken Mediabook. Und ob dieser Film mir gefällt oder ob das dem Joshua gefallen hat, da könnt ihr gerne mal reingucken in das Video. Denn das Mediabook ist doch wirklich ganz schick. Auch das seht ihr in dem Video. Und als ich dann auf der Filmbörse weiter rumgeschlendert bin, habe ich wieder meine Suchliste durchgeguckt und suchte Ace Ventura. Eine, zwei Komödien, die extrem dämlich sind mit Jim Carrey, ist klipp und klar. Aber diese Filme sind wirklich, wirklich teuer, wenn man sie als einzelne deutsche Emirates kaufen möchte. Allein Ace Ventura, der erste Teil, kostet knapp 30 Euro für diesen Emirates-Film. Wahnsinn, auch der zweite Teil ist auch sehr schwer zu bekommen. Und was sehen da meine müden, faulen Augen auf der Filmbörse? Ein Boxset mit Ace Ventura. Hier ist es auch schon. Und ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mit einem kleinen Unboxing. Wieder einfach aus dem Grund, vielleicht wisst ihr es nicht. Und ja, bin dann doch recht begeistert gewesen. Ich war ein bisschen skeptisch, was die Edition angeht. Einfach aus dem Grund, sie sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so frisch aus. Es ist klar wegen der Folie. Und auch vom Verkäufer war ich auch noch nicht so ganz überzeugt, aber er war sehr, sehr freundlich, das muss man hier klipp und klar sagen. Und ja, hat er gemeint, ja, das ist eine spanische Version von Ace Ventura und hat aber auch eine deutsche Tonspur. Sicher. Aber es steht hier wirklich drauf, Alemann, ja, ist deutsch. Also hier schon mal ein sicherer Punkt. Da sage ich, okay, was soll denn der Spaß kosten? 30 Euro nicht. Ja, also es billige geht echt nicht, weil ich habe mal, kannst gerne mal gucken bei eBay, die werden doch viel teurer verkauft, vor allem die ist noch limitiert, auch noch haben Postkarten dabei und du wirst sehen, wenn du Ace Ventura alleine kaufen willst, die deutsche MMW, die kostet auch schon 30 Euro. Ja, er hatte auf jeden Fall recht, ja, also 30 Euro ist wirklich, war 29 Euro kostet Ace Ventura 1. Ja, okay, ich weiß, die sind wirklich out of print und sind wirklich schwer zu bekommen. Ja, okay, komm, scheiß drauf, ich nehme jetzt das Ding mit, ich hoffe, ich habe jetzt da keine Katze im Sack gekauft, obwohl ich oben zwei Katzen habe, aber mal gucken. Ja, jetzt habe ich wirklich mal bei eBay geguckt, ob es auch wirklich eine offizielle Release eigentlich von diesem Teil ist. Und ja, es ist eine. Und diese Box wird bei eBay zwischen 40 und 50 Euro verkauft. Also trotz alledem war es noch ein Schnapper für 30 Euro. Ist zwar immer noch viel für diese beiden Filme, ich gebe es zu, ich muss wirklich sagen, so gut sind die Filme jetzt nicht, aber sie machen auf jeden Fall Spaß, einfach extrem dämliche, blöde Klamauk mit Jim Carrey. Ich mag aber auch Jim Carrey auch sehr gern, allein die Szene mit dem Nashorn, ja, die Geburt eines Nashorn-Babys, es ist einfach zum Wegschmeißen. Man muss natürlich auch diese Filme mögen oder auch diesen Humor mögen. Ich muss aber auch sagen, ich habe ihn wirklich lange nicht mehr gesehen, aber diese Szene ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und ja, würde aber sagen, wir gucken uns mal an. Sie ist zwar schon aufgerissen, die Folie. Und ich glaube, ich werde die Folie auch runter machen, weil ich hasse, dass das alles so rumhängt. Ich meine, die Folie runter ist wurscht. Also ich, ja, ob jetzt offen ist oder die Folie auch rum ist, ist doch jetzt auch egal. Auf jeden Fall hier schon mal Ace Ventura. Wie gesagt, nicht mal aktuell frisch, ist jetzt nicht mehr. Hat auch schon ein paar Dellen drin. Ist aber jetzt, wie gesagt, hier die spanische Version natürlich hier auf Spanisch draufgeschrieben, aber vom Bild her, vom Motiv her auch nicht mal so schlecht. Hier natürlich das süße Äffchen und hier eben Ace Ventura Detective mit seiner Visitenkarte und eben hier ist eben hier die Collector-Edition und die ganze ist auf 1600 Stück limitiert, ist auch sogar handbeschriftet, würde ich sogar fast behaupten, oder auch nicht, nee, ist aufgedruckt, ist aufgedruckt, es schaut nur handschriftlich aus, ist mal aufgedruckt. Ja, und hat eben, wie gesagt, auch 8 Postkarten mit dabei. Und so schaut eben dann die Rückseite aus. Eben hier natürlich hier mit den 8 Postkarten. Die gucken wir uns auch nochmal dann an. Einmal hier Ace Ventura und einmal hier der zweite Teil.
Und hier eben dann noch dann die verschiedenen Darsteller mit dabei in der gelben Schrift. Und hier natürlich die Inhaltsangabe in weiß. Dann hier eben, wie gesagt, die Limitierungsnummer. 1600 Stück gibt es. Und ich habe die Nummer bekommen 699. Und hier einmal unten dann die technischen Daten. Einmal hier den ersten Teil, der geht hier 85 Minuten. Und der zweite Teil geht hier 93 Minuten, glaube ich, müsste es sein. Ja, genau, 93 Minuten geht der zweite Teil. Und wie gesagt, hier Alemann ist auf jeden Fall eine deutsche Tonspur mit dabei. Also von daher habe ich, denke ich mal, hier auch alles richtig gemacht. Oder auch nicht, ich weiß es echt nicht. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, aber gut. So, ansonsten ein dünner Schuber, wirklich sehr dünn, ist wappelig. Also hier nichts Hochwertiges erwarten. Und dann gucken wir uns dann mal hier ja, das Digipack an. Einmal vorne haben wir eben hier Ace Ventura mit einem roten Aare und oben eben noch einen weiteren Papagei. Aber hier, der Bild ist hier wirklich schön gestochen scharf. Und hier Ace Ventura, dann auch hier am Beinrücken hier ebenfalls Ace Ventura und auf der Rückseite ein paar Szenenfotos aus dem Film. Und wenn wir jetzt hier aufschlagen, ist eine blöde Fresse. Tut mir leid. Guckt euch mal dieses. Das ist bescheuert. Aber ich will hier noch ein paar Szenenfotos aus dem Film. Und dann hier schon mal die Disc 1 vom ersten Teil. Und dann eben hier dann die Disc 2 vom zweiten Teil. Und eben mal hier die Rückseite. Die schauen hier alle so aus. Und dann gucken wir uns mal kurz die Postkarten an. Mal gucken, ob sie auch alle komplett sind. Also 8 Stück sind es auf jeden Fall an der Zahl. Oh, meine Fresse. Ja, einmal hier das erste Bild. Dann einmal hier Ace Ventura bei den Äffchen. Ja, hier kann ich Blödsinn machen, oder? Dann einmal haben wir hier Jim Carrey. Nochmal dann beim Footballstadion. Und auch die Karten sind wirklich doch recht schön gemacht, auch in Hochglanz. Aber natürlich keine Post, einfach nur Bilderkarten, aber ist nicht so ganz dramatisch. Dann haben wir hier eben dann die Szene, wo er eben die Papageien aus seinem Mund rausfressen lässt und die Vögel. Dann als nächstes hier auf Safari. Dann noch einmal hier das Gespräch mit dem Papagei wird gesucht. Und dann nochmal eben hier das Bild und zum Schluss nochmal dann das hier. Also die ganzen Postkarten sind auf jeden Fall komplett 1, 2, 3, 4, 5, ja, es sind auf jeden Fall 8 Stück, also hier alles completely. Und dann haben wir hier nochmal eben kurz die Halterung, hängt hier drin, also von daher auch alles komplett. Und jetzt muss dann bloß noch die Filme noch funktionieren, das ist meine größte Angst, dass die nicht hinhauen. Und ja, trotzdem ein sehr schönes Set für alle, die eben Ace Ventura noch suchen sollten und es nicht einsehen, für einen Film eben 30 Euro zu zahlen. Am besten dabei mal eBay gucken. Ich werde es nicht verlinken, einfach unten mal eingeben, Ace Ventura spanische Version bei eBay. Also bei eBay eingeben, Ace Ventura spanische Collected Edition. Und dann kommt eigentlich auch die recht schnell. Oder einfach mal bei Google eingeben, dann wird die auch recht schnell angezeigt. Und vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt noch einen ab, wenn ihr eben diese Filme auch suchen solltet, zu einem noch einigermaßen kostengünstigeren Preis. Ja, das war's von mir. Was sagt ihr denn zu diesen beiden Filmen? Vielleicht gibt es dazu auch ein Filmreihen-Video. Da können wir auch mal mehr austoben noch. Die Box ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, 30 Euro ist schon wirklich happig. Aber wie gesagt, die beiden einzelnen Blu-Rays von Ace Ventura sind noch viel teurer, wenn man sie gemeinsam kaufen sollte. Also ist man garantiert auch 50 Euro los. Also hier müsst ihr dann selbst entscheiden, was für euch wichtiger ist und was nicht. Ja, das war's von mir. Und wir machen morgen weiter mit einem weiteren, ja, Update-Video von dem Filmbörsen-Einkauf. Bis denn. Tschüss und beep.